Profil Podcasts. Willkommen zum Profil Podcast, heute mit Eva Linsinger wieder. Hallo Eva. Hallo Sven. Die SPÖ ist mal wieder im Gerede, aus verschiedenen Gründen, unter anderem deshalb, weil die SPÖ-Granden sich gern selbst ins Gerede bringen. Beispielsweise Pamela Rendi-Wagner. Was ist da schon wieder passiert? Sie hat entweder einen mutigen oder einen halsbrecherischen Schritt gemacht, je nach Sichtweise, und lässt die SPÖ-Basis über sich abstimmen. In ihrer Traumvorstellung wird das wohl so sein, dass ein grandioses Votum bei großer Mitgliederbeteiligung ihr famosen Rückenhalt gibt und damit alle Diskussionen um, ob sie jetzt die Richtige ist an der Parteispitze, ist ein für alle Mal erledigt sind. Soweit ihre Traumvorstellung. In der Realität schaut es ein bisschen dröger aus, wenn wir uns erinnern. Es gab einmal schon eine Mitgliederbefragung, das war unter Christian Kern. Da war trotz allem Trommelns nicht mehr als dürftige knapp 8% der Mitglieder. Um CETA. Ja. Und da haben nicht mehr als 8% der Mitglieder teilgenommen. Da droht jetzt etwas Ähnliches. Noch dazu wäre jetzt gerade einmal die Personaldiskussion verstummt und jetzt beginnt sie wieder, indem sie diese Frage stellt. Und nicht zuletzt sind natürlich die Wiener Parteifreunde und Freundinnen total verärgert. Die haben einen Wahlkampf zu schlagen und denken sich, oh, jetzt diese Personaldiskussion, das können wir gar nicht brauchen. Also das ist schon ein Schritt, der auch den Anfang vom Ende der Rendi-Wagner bedeuten könnte. Und warum glaubst du, macht sie diesen Schritt, weil sie all das nicht bedacht hat oder weil sie ein Ende mit Anlauf anstrebt? Das wohl kaum. Also wenn man es jetzt positiver sieht, kann man auch sagen, und womöglich ist das ihre Strategie, sie ist es leid, dass ständig über sie diskutiert wird. Sie will das jetzt einmal erledigen. Der Elefant steht sowieso im Raum, also kann man ihn genauso gut ansprechen. Und wenn die Mitglieder jetzt sagen, sie ist die Richtige, dann werden doch endlich einmal die lästigen Genossen, Hans-Peter Doskozil, Michael Ludwig, Georg Dornauer in Tirol auch eine Ruhe geben und sie nicht mehr in Frage stellen, ob das aufgeht. Ich zweifle sehr daran. Wie siehst du es? Na, ich hätte noch eine Rückfrage, weil wie du vorher richtig gesagt hast, es war doch eigentlich jetzt etwas Ruhe eingekehrt in der leidigen SPÖ-Personaldiskussion. Und deshalb die Frage auch, warum jetzt, ohne akute Not, ja, wenn sie das, ich meine, die Diskussion ist sehr, sehr stark hochgekocht Ende des vorigen Jahres, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Aber jetzt, wie gesagt, war etwas Ruhe eingekehrt und jetzt bringt sie das aufs Tapet wieder. Vielleicht will sie gerade jetzt die Ruhe nützen und sich irgendwie denken, okay, wer immer sie loswerden will von der Parteispitze, die stehen vor demselben Problem wie im Winter, wie bei den letzten drei Diskussionen. Es gibt niemand überzeugenden anderen. Manche sind gebunden, wie die Wiener SPÖ, die einen Wahlkampf zu schlagen haben. Diese Ruhe kann man doch nutzen, um quasi das ein für alle Mal zu erledigen. Das kann allerdings schon nach hinten losgehen, nebst allem anderen, dass viele der SPÖ-Mitglieder nur per Post zu erreichen sind, gar kein E-Mail haben, keine Adresse haben. Also da sind eine ganze Menge an Fragestellungen damit verbunden, und sollte die Beteiligung daran sehr gering sein, dann ist das alles andere als der Rückenwind, den sie sich offensichtlich oder vermutlich davon erhofft. Wie glaubst du, wird beispielsweise der Wahlkämpfer Michael Ludwig mit dieser Causa umgehen? Naja, an sich war ja nach der Burgenlandwahl so die informelle Parole in der SPÖ ausgegeben: Ruhe ist oberste Genossenpflicht. Wir müssen jetzt einfach einmal ganz still sein, keine internen Diskussionen haben, und bei allem Respekt vor dem Burgenland, aber die mit Abstand wichtigste Wahl für die SPÖ ist natürlich Wien. Ja, ja. Da geht es um viel, da geht es auch um den Machterhalt, und da argumentiert die Wiener SPÖ, wir wollen jetzt gar nicht über Personen diskutieren, sondern wir wollen quasi mit Schwung in den Wahlkampf starten, und das ist
ist für die SPÖ auch überlebenswichtig. Sehr viele Machtbastionen hat sie nicht mehr. Eine davon ist Wien. Damit steht und fällt sehr viel. Und deswegen reagiert die Wiener SPÖ auch, wie sie reagiert. Sie sagen, wir wollen jetzt wirklich nicht für die Parteichefin laufen. Uns interessiert der Wiener Wahlkampf. Da geht es nicht zuletzt auch um Jobs und Eigeninteressen. Und es geht natürlich darum, wie sich Wien weiter positioniert. Dementsprechend enden wollend sind auch die Reaktionen und alles, was offiziell geäußert wird, kann man jetzt wirklich nicht als Unterstützung werten, sondern es erreicht maximal das Stadium, wenn sie unbedingt will, dann na gut, aber irgendwie eine flammende Unterstützung stellt man sich schon anders vor, oder? Eine Frage, die sich viele seit längerer Zeit stellen, du bist Insiderin, die Frage ist, warum sind Ludwig und Doskozil eigentlich nie so richtig aus der Deckung gekommen? Ja? Also warum haben die nie auf den Tisch gehauen oder gesagt, ich will SPÖ-Chef werden? Dass sie es jetzt nicht machen, ist ja sonnenklar. Aber es wäre immer wieder auf der Hand gelegen. Es gibt natürlich gerade im Moment angenehmere Positionen. Doskozil hat seinen Wahlkampf gewonnen, der regiert jetzt im Burgenland mit absoluter Mehrheit. Das ist eine vergleichsweise komfortable Position. Wenn man sich da vorstellen müsste, er müsste das tauschen und den Oppositionschef im Parlament geben, dann reizt ihn das natürlich mitnichten. Was allerdings schon möglich sein kann, aber da reden wir dann, wann immer diese Wahl stattfindet, dass er bei der kommenden Nationalratswahl vielleicht als Spitzenkandidat in die Wahl geht. Für Michael Ludwig gilt etwas Ähnliches. Ob er Wahlkämpfen kann, wird man sehen. Was er sicher nicht kann, weil es einfach nicht in der Tradition der Wiener SPÖ liegt, ist Opposition. Ja. Die regiert seit 1945 durch. Michael Ludwig ist ein Kind der SPÖ, hat das gelernt. Der ist Regierungspolitiker. In der Opposition sein, dort scharf zu agieren, das ist gegen sein Naturell. Und deswegen wagen sie sich auch gar nicht. Sie sticheln schon immer ein wenig, sie schüren auch teilweise ein bisschen den Unmut, aber niemand von den beiden will diese durchaus auch undankbare Hacke jetzt übernehmen. Es ist ja wahnsinnig viel bequemer, immer von außen ein bisschen zu sagen, was man denn alles besser machen würde oder was denn besser gemacht werden sollte oder so vage die Parole auszugeben. Jetzt muss die SPÖ aber kantige Oppositionspolitik machen. Und wie das gehen soll, diese Antwort überlassen sie dann schon ganz getrost anderen. Ja. Was ist denn vom Wiener Wahlkampf zu erwarten? Wie wird der ablaufen? Michael Ludwig hat ihn ja gestern eröffnet mit einer langen und in mehrerer Hinsicht bemerkenswerten Rede. Ich kann mich erinnern, ich habe, als Michael Häupl gegangen ist, ein Abschiedsinterview mit ihm geführt. Da hat er den schönen Satz gesagt, die Zeit der Entertainer in der Politik ist vorbei. Das hat man bei Ludwig gestern auch gesehen. Also das Zeug zum Volkstribun hat er eher nicht. Möglicherweise ist das aber auch gar nicht mehr notwendig. Möglicherweise hatte Michael Häupl recht. Und die Zeit der Entertainer ist wirklich vorbei. Ganz klar zu sehen bei Ludwig war, er hat sich bemüht, nach dem Vorbild von Doskozil, inhaltliche Themen zu setzen. Ja. Es soll die Ganztagsschule gratis werden, es soll bei der Pflege etwas passieren. Also offensichtlich hat er da gesagt, das sind die Themen, das sind meine Wahlversprechen. Da stellen sich dann natürlich ein paar Fragen, unter anderem das, wie viel das kosten wird, wer wird das finanzieren. Aber das war ganz klar sein Intention. Und Michael Ludwig ist auch ein bisschen so etwas wie der Gewinner des Ibiza-Videos auf indirekte Art und Weise. Nämlich, wenn wir uns kurz vorstellen, es wäre das alles nicht passiert und es wäre noch Türkis-Blau im Amt und Heinz-Christian Strache Vizekanzler und so weiter und so weiter, dann würde sich die SPÖ natürlich sehr viel schwerer tun, gegen eine FPÖ-Wahl zu kämpfen. So ist es fast sicher, dass sie Platz 1 behält, weil die FPÖ das wohl nicht werden wird. Wie jetzt Heinz-Christian Strache mit seiner der aussprechbaren Partei DAÖ agieren wird und wie groß sein Fanclub ist, schwer abzuschätzen. Wie groß schätzt du denn ein? Ich glaube einfach, dass es was die, die potenzielle FPÖ-Wählerschaft betrifft, da gibt's einen Grundstock in Österreich, der wohl so um die 30% liegt, plus minus. Was jetzt die Ideologie dieser Wählerschaft betrifft. Davon hat sicher jetzt der Sebastian Kurz nach dem Ibiza-Skandal einiges abschöpfen können.
Und die FPÖ tut einfach ihren politischen Gegnern immer wieder den Gefallen, sich selbst in die Luft zu sprengen. Dafür können die dankbar sein. Also das ist eine sehr bemerkenswerte Tradition, die diese Partei hat, die auch für einen gewissen Unterhaltungswert sorgt. Was sie in Wien jetzt aufführen, ist interessant. Und die Rolle, die der Strache jetzt in diesem Wahlkampf tatsächlich spielen wird, ist ja auch noch nicht richtig geklärt? Oder habe ich da was versäumt? Nein, gar nicht. Also er hat jetzt noch nie offiziell gesagt, dass er antritt. Er liebäugelt damit. Wenn wir noch einmal auf Michael Häupl zurückkommen, was Strache zweifelsfrei hat, sind gewisse Entertainer-Qualitäten. Mhm. Ob das jetzt eher Schmierenkomödie ist oder Königsdrama oder was auch immer, darüber könnten wir lang diskutieren. Aber er hat natürlich schon ein Potenzial, was jetzt beim offiziellen FPÖ-Chef Dominik Knepp noch ein bisschen zweifelhaft ist. Ja. Das kann schon ein interessantes Match werden. Und die Justiz spielt natürlich eine Nebenrolle, weil niemand weiß, was an potenziellen Anklagen, Erhebungen da jetzt noch mitspielen wird und möglicherweise Strache einen Strich durch die Rechnung macht. Und vielleicht wird es ja insofern ein außergewöhnlicher Schmutzkübel-Wahlkampf, ja, als der Schmutz zwischen den ehemaligen Blauen und den aktuellen Blauen hin und her fliegt. Das kann total sein. Und dann gibt es natürlich die interessante Komponente, wohin wandern die FPÖ-Stimmen. Mhm. Es gilt fast als ausgemacht. Klar, bis Herbst, falls da gewählt wird, kann auch einiges passieren, dass die FPÖ verliert. Aber wohin wandern die Stimmen? Bei den letzten Bundeswahlen in Wien, bei der EU-Wahl und bei der Nationalratswahl gelang es, wie du schon gesagt hast, der ÖVP und Sebastian Kurz da einiges oder sehr vieles davon auszusaugen. Sie haben in Bezirken gute Ergebnisse gehabt, wo sie bisher unter ferner Liefen rangiert haben. Das ist die Frage, wohin die FPÖ-Stimmen wandern. Und die zweite interessante Frage ist schon, die Grünen sind in Wien sehr stark. Wie sehr schadet gerade den Wiener Grünen die Bundeskoalition? Wie wird sich das auswirken und wie wird die Bundeskoalition agieren? Also wenn auch bis dahin vor allem über Sicherungshaft etc. geredet wird, wird das bei den Wiener Grünwählerinnen und Wählern, die ich mag jetzt rechts, links nicht sehr gern, weil ich finde, das passt nicht mehr. Aber wenn wir das schon verwenden, dann ist die Wiener Grünpartei eher links. Ja. Und das kann schon ein Damoklesschwert sein, das auch über dem Wahlergebnis der Grünen schwebt. Einen offiziellen Wahltermin gibt es noch nicht, oder? Gibt es noch nicht, den hat Michael Ludwig auch gestern nicht genannt. Mhm. Der spätestmögliche Wahltermin wäre im Herbst, im Oktober. Sehr viele Varianten gibt es nicht, weil Juli, August fallen als Wahltermin aus. September ginge auch noch. Wenn noch jetzt im ersten Halbjahr, also vor den Schulferien gewählt werden muss, dann müsste relativ bald eine Entscheidung fallen. Möglicherweise wird auch, das wäre in Österreich jetzt schon sehr ungewöhnlich, wird auch einfach die Legislaturperiode fertig gemacht. Das kennen wir schon fast gar nicht mehr. Liebe Eva, vielen Dank. Danke, Sven. Und danke fürs Zuhören. Schöne Woche.